Du hörst das Campus Magazin Hohenheim als Podcast. Horaz 88.6, das Campus Magazin der Uni Hohenheim. Ja, herzlich willkommen hier am Freitagnachmittag um 16 Uhr beim Campus Magazin der Uni Hohenheim. Heute haben wir ganz spezielle Sachen für euch. Wir haben gestern den Kretschmann-Vortrag angehört. Kretschmann war nämlich zu Besuch bei uns im B1. Der VfB hat sich auch als Unternehmen vorgestellt an der Uni im B2. Wir haben alles dokumentiert und werden euch erzählen, was da so abging. Und ganz, ganz cool ist, dass wir heute Hans und Roses zu Gast haben. Die werden später noch kommen. Das sind zwei Poetry Slammer und die werden live für euch hier im Studio slammen. Fußball. Es geht jetzt bei uns um Fußball. Und zwar geht es konkret um den VfB. Fußball ist ja des Deutschen liebster Sport. 715 Millionen Menschen haben allein laut Angaben der FIFA das Endspiel der Fußball-WM 2006 in Berlin gesehen. Und auch wenn der letzte deutsche WM-Titel schon ein paar Jahre her ist, die Begeisterung für den Fußball, das tut dem keinen Abruf. Aber auch die nationalen Turniere, die locken Millionen von Zuschauern vor die Fernsehbildschirme und ins Stadion. Und weil Fußball natürlich auch Studenten sehr interessiert, hat die Hochschulgruppe BDVB, das steht für den Bund Deutscher Volks- und Betriebswirte, gestern Abend den Finanzvorstand des VfB Stuttgart eingeladen. Der Mann heißt Ulrich Ruf und ist seit 33 Jahren beim VfB tätig und er hat über den VfB Stuttgart als Wirtschaftsunternehmen gesprochen. Jede erfolgreiche Mannschaft ist auf Dauer teuer, aber nicht jede teure Mannschaft ist auf Dauer erfolgreich. Für den einen ist das ja eine Binsenweisheit, für den anderen ist es die Maxime des täglichen Handelns. Ulrich Ruf ist der Finanzvorstand beim VfB und er ist dafür zuständig, die mal mehr oder die auch mal weniger erfolgreiche Mannschaft finanziell über die Runden zu bringen. Und wenn er zurückblickt auf die letzten 33 Jahre, ist er ganz schön stolz auf das, was er erreicht hat. Denn damals, als er 1980 seinen Job in Stuttgart angetreten hat, machte der Verein umgerechnet gerade mal 4 Millionen Euro Umsatz. Und heute kann Ruf den Verein als mittelständisches Unternehmen bezeichnen, das sich über die letzten Jahre sehr positiv entwickelt hat. 2009, beim bisherigen Rekordjahr, sind wir bei 142 Millionen gestanden. Also schon ein gewaltiger Sprung. Mittlerweile sind wir stabil, irgendwo zwischen 110 und 120 Millionen. Besonders gute Umsätze machte der Verein in den Jahren 2003, 2007 und 2009, nämlich dank zusätzlicher Einnahmen aus der Champions League. Aber auch wenn man mal gerade nicht im internationalen Wettbewerb spielt, wollen die eigenen Spieler ja trotzdem bezahlt werden. Und dazu stehen dem Verein mehrere Geldquellen zur Verfügung. Ein Viertel der Einnahmen erzielt der VfB nämlich durch den laufenden Spielbetrieb, das heißt der Verkauf von Tickets und den Getränken und Essen im Stadion. Einen fast genauso großen Anteil haben aber auch die Lizenzgebühren für die TV-Sender, die die VfB-Spiele live übertragen. 17% der Einnahmen kommen aus den Spielertransfers und der Rest kommt durch Sponsoren, Merchandising und wie schon gesagt durch den internationalen Wettbewerb zusammen. Aber die Einnahmen aus der Champions League, die lassen sich natürlich nicht wirklich planen, denn niemand weiß, wie eine Fußballsaison am Ende ausgeht. Und das stellt Ulrich Ruf vor zusätzliche Schwierigkeiten, denn er muss einmal jährlich seine Einnahmen und Ausgaben bei der DFL melden. Sie müssen der DFL gegenüber im März, und zwar zum 15. März eines jeden Jahres, jeden geplanten Euro, den Sie planen einzunehmen, jeden geplanten Euro, den Sie ausgeben wollen, nachweisen. Und das Ganze basiert auf einer Liquiditätsannahme, das heißt, ist der Verein mit dem, was er plant auszugeben, was er plant einzunehmen, in der Lage, seine Verpflichtungen einer Spielzeit nachzukommen. Ja, Planungsunsicherheit, das ist ein ganz großes Stichwort in Rufs Arbeit, denn keiner weiß, ob die Spieler, die man eingekauft hat, die erhofften Leistungen auch tatsächlich bringen und ihren Einkaufspreis auch rechtfertigen. Und außerdem? Zu dem Zeitpunkt, wo sie kaufen müssen und sich entscheiden, für die neue Saison Spieler zu holen, haben sie da keinen einzigen vom Hof gebracht und haben das gesamte Risiko, dann ihr gesamtes Modell letztendlich aufzugehen. Und außerdem weiß natürlich keiner, ob die Mannschaft den Wettbewerb in der ersten Liga überhaupt überlebt oder durch eine Verkettung unglücklicher Zustände plötzlich im Abstiegskampf steht. Wenn Sie sich die Frage stellen, was glauben Sie, wie viele Vereine, wenn Sie im Lizenzierungsverfahren eine Lizenz beantragen und Ihre Zahl angeben, planen den Abstieg? Kein einziger. Aber drei steigen da, mindestens zwei. Ist der Verein erstmal abgestiegen, dann weiß beim VfB eigentlich niemand, wie es dann weitergehen könnte, weil bisher gab es das eigentlich nicht, zumindest nicht in der Zeit, als Ruf beim VfB tätig war.
Sie können das schon ein Stück planen, aber da stochen Sie mit der Stange im Nebel rum. Wer sagt mir, was in der zweiten Liga an Zuschauern kommt, kommen da, wenn man 45.000 vorher hat, oder 47.000, kommen da 20, kommen 25, kommen 30, ich weiß es auch nicht. Was verkaufen Sie, was machen Ihre Partner? Und verliert der Verein Fans und Sponsoren, dann sinken die Einnahmen natürlich dramatisch. Und damit steht wieder weniger Geld zur Verfügung, um neue, gute Spieler zu kaufen. Das ist also ein wirklich schlimmer Teufelskreis. Der VfB Stuttgart ist außerdem ja ein klassischer eingetragener Verein. Das heißt, er muss sich aus eigener Kraft finanzieren. Anders zum Beispiel als beim FC Chelsea oder beim Paris Saint-Germain oder Manchester City, steckt beim VfB ja kein reicher Mäzen dahinter oder ein weißer Ritter, wie Ruf das nennt, der ohne mit der Wimper zu zucken Millionen in den Verein steckt. Ein wirtschaftliches Handeln interessiert solche wohlhabenden Gönner natürlich wenig und dementsprechend ist auch das wirtschaftliche Konzept der Vereine nur sehr kurzfristig gedacht. Das sind also keine guten Voraussetzungen, wenn man dort als Privatperson sein Geld investieren würde. Wenn Sie überhaupt in einen investieren wollen, auch wenn ich es ganz ungern sage, aber dann ist mit Sicherheit in dieser Fall der seriöseste Verein der FC Bayern München, weil Sie dort zumindest sicher sein können, dass Ihr Geld seinen Wert nicht verliert, dass Sie irgendwann auch wieder zurückbekommen. Beim VfB dagegen versucht der Finanzvorstand langfristig und nachhaltig zu handeln. Das Konzept des VfB beschreibt er in einem sogenannten Wertsteigerungskreislauf, denn der sportliche Erfolg steigert den Wert einer Marke. Es geht um Nachhaltigkeit, der gesteigerte Markenwert muss im wirtschaftlichen Erfolg umgesetzt werden. Die finanziellen Ressourcen sollen sinnvoll in den sportlichen Erfolg reinvestiert werden und sportliche Erfolge führen wiederum zur weiteren Steigerung der Marke und so weiter und so weiter. Andere Vereine haben übrigens andere Lösungen gesucht, um möglichst viel Geld in ihre Kassen zu spülen. Borussia Dortmund zum Beispiel ist an die Börse gegangen. Der FC Bayern, der wurde zu einer Aktiengesellschaft mit strategischen Investoren. Und die Vereine Wolfsburg und Leverkusen, die werden ja von VW und vom Bayerwerk unterstützt. Und allein der Verein Bayer Leverkusen erhält laut Ulrich Ruf jährlich 25 Millionen Euro vom Chemiekonzern Bayer. Und was der VW an Wolfsburg zahlt, das soll angeblich noch viel, viel mehr sein. Hohenheimer Welt. Studium Generale im Sommersemester. In diesem Sommersemester dreht sich im Studium Generale alles um das Thema Wasser. Im Zuge dessen wird das kühle Nass in verschiedenen Kontexten beleuchtet. Die Reise beginnt am 6. Juni mit dem Titel Wasser, der limitierende Faktor und fährt dann fort mit einem Vortrag über Wasser in der Musik. Weitere Themen sind synthetische Gebäudetechnik, Wasserenergie Boden und Wasserpolitik zur politischen Steuerung ökologischer Ressourcen. Dabei ist auch die Gastrednerin Uschi Eid, ehemalige Grünen-Abgeordnete und Staatssekretärin im Entwicklungshilfeministerium. Ihr Thema: Wasser, Ressource, Menschenrecht, Konfliktursache. Genaue Termine findet ihr auf der Uni-Homepage. Die Teilnahme ist kostenlos. Erhöht der Kauf von Steuersünder-CDs die Zahlungsmoral? Dieser schwierigen Frage sind 5 Hohenheimer Studis im Rahmen eines Humboldt Reloaded-Seminars nachgegangen. Unter der Projektleitung von Patricia Hoffmann, Fachgebiet Finanzwissenschaft, analysierten die Teilnehmer Daten aus dem Jahr 2008, um die obige Frage beantworten zu können. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich herausgestellt, dass Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Steuer-CDs gekauft hatten. Dennoch hatten die 5 Studis gerne aktuellere Daten verwendet. Dafür hätten sie aber Daten von der BITS, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, benötigt. Diese kamen allerdings viel zu spät. Ergebnisse erhielten die Teilnehmer trotzdem. Sie stellten nämlich fest, dass mehr Selbstanzeigen vorliegen und auch ein Trend zur plötzlichen Steuermehreinnahmen. Damit hat das Team also auf jeden Fall Grundlagen für ein Nachfolgeprojekt gelegt. Herzlichen Glückwunsch! Bewerbung für Hohenheimer Absolventenbuch läuft. Wer bald das Studium fertig hat und gerne von selbst von Unternehmen kontaktiert werden möchte, sollte jetzt aufhorchen. Über den Alumni Hohenheim Verein kann man sich ab sofort bis 11. Juli in ein Absolventenbuch eintragen lassen. Dieses geht dann bundesweit an etwa 200 Unternehmen zu, die sich bei Interesse bei den ehemaligen Studis melden. Inhalt des Buches sind Lebenslauf, einige Angaben zur Person sowie ein Foto. Weitere Infos gibt's natürlich auf der Uni-Homepage unter dem Reiter Studierende. Ja, und jetzt gibt's auch den Beitrag vom Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann. Der hat uns nämlich gestern besucht. Wir hatten hohen Besuch bei der Veranstaltungsreihe Die Hohenheimer Köpfe. Und im B1 waren Katrin und ich mal schauen, was der gute Mann so erzählt hat zum Thema Nachhaltigkeit. Spitzt die Ohren, es war sehr interessant. Ich komme immer wieder gerne hierher. Man muss sehen, die Zeit, in der ich hier Chemie und Biologie studiere,
studiert habe, gehört einfach zu den schönsten Zeiten meines Lebens. Ich kann es anders nicht sagen. Es war aber auch die 68er-Zeit und die Zeit meiner linksradikalen Verirrungen. Mit diesen Worten beginnt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine Rede. Auf Einladung des Unibunds spricht der grüne Politiker am Donnerstagabend im überfüllten Biogebäude über das Thema Nachhaltigkeit. Denn die ökologisch-soziale Modernisierung Baden-Württembergs, ausgerichtet an der Leitlinie der Nachhaltigkeit, ist in der Tat eines der zentralen Projekte meiner grün-roten Landesregierung. Andererseits bin ich mit diesem Thema aber auch wieder ganz hier in Hohenheim. Denn in Hohenheim wird viel zum Thema geforscht, was den guten internationalen Ruf der Uni auch mitgeprägt hat. Aber als Ministerpräsident muss Kretschmann sich nicht nur um die Forschung kümmern, sondern auch um wirtschaftliche Entwicklungen. Beispielsweise hat Daimler in Stuttgart das Projekt Car2Go umgesetzt. Das flexible Carsharing mit Elektrosmarts kommt vor allem bei den Menschen gut an, die kein eigenes Auto haben wollen. In diesem Sinne betonte der Ministerpräsident aber, dass wir weltweit vor einer Periode eines geradezu stürmischen Wirtschaftswachstums stehen. Aber ich bin sicher, Appelle zum Konsum und Wachstumsverzicht werden uns in dieser Situation überhaupt nicht weiterhelfen. Kein Verzicht trotz grüner Energie. Das ist für den Landesvater kein Widerspruch. Gerade in Baden-Württemberg müsse man mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin jetzt gerade mit meiner S-Klasse habe gerade die rote Karte der Deutschen Umwelthilfe bekommen. Das ist jetzt kompliziert, das zu erklären. Ich meine, wer, wenn nicht der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, fährt eine S-Klasse? Ich meine, Sie können sich vorstellen, dass ich nicht mit einem Toyota fahren kann. Da würde ich mich schnell des Landesverrats schuldig machen. Solche Aussagen tragen dazu bei, dass der ehemalige Hohenheimer Student zum beliebtesten baden-württembergischen Ministerpräsidenten aufgestiegen ist. Auch die Grünen kommen besser weg denn je. Der Landesvater winkt geschmeichelt ab. Von Umfragen will er sich nicht leiten lassen. Und ich bin überhaupt nicht immer nett. Da täuscht es sich ganz gewaltig. Also ich habe riesen Stress mit vielen Bevölkerungsgruppen. Zum Beispiel mit den Lehrern. Die sind wütend, weil die Landesregierung wegen dem prognostizierten Schülerrückgang bis zum Jahr 2020 1600 Lehrerstellen streichen will. Außerdem schlägt Kretschmann sich mit zahlreichen Gemeinden im Schwarzwald herum, die sich vehement gegen den dort geplanten Nationalpark wehren. Manchmal denke ich, was ist denn da los? Ich will doch da keine Heroinfabrik bauen. Mit seiner ehrlichen Art erntet Kretschmann an diesem Abend viel Applaus in Hohenheim. Am Ende des Vortrags schenkt ihm der Unibund noch ein großes Paket mit Hohenheimer Fanartikeln. Über den Hohenheimer Honig freut Kretschmann sich besonders, denn auf dem Gelände der Villa Reitzenstein leben einige der Hohenheimer Bienen. Wir haben in der Tat richtige Regierungsvölker. Ja? Und wir lassen sozusagen die Schwarzgelben für uns arbeiten. Ja, den Witz, den bringt Kretschmann immer wieder und die Leute lachen auch immer wieder. Aber er ist eigentlich kreativ, muss man auch dazu sagen. Ja, er war auch sehr sympathisch, finde ich. Und falls man es jetzt nicht verstanden hat, er hat in Hohenheim noch eine kleine Bienenzucht und deshalb hat das so schön gepasst mit dem Nicht in Hohenheim, er züchtet Hohenheimer Bienen in seiner Villa Reitzenstein. Hohenheimer Bienen, ach, genau, aha. So ist irgendjemand hat mir erzählt, er hätte auch in Hohenheim seine Finger im Spiel. Nee, es sind Hohenheimer Bienen, aber die sind schon bei ihm zu Hause. Okay, ich gebe mich geschlagen. Das war das Campusmagazin Hohenheim als Podcast. Mehr Infos zur Sendung unter facebook.com/campusmagazin. Horaz. Campus, das Magazin.